und los geht's. Das könnte gefährlich werden. Und da haben wir sie, die Startaufstellung von Werder Bremen. Da kommt der Schuss. Klasse aufgepasst vom Torwart. Müsste Ecke geben und die gibt's auch. Tolle Flanke. Da fängt er die Flanke ab. Gebre Selassie. Jetzt könnte es gefährlich werden. Klasse, er lässt den Verteidiger stehen. Macht er ihn. Da und die Möglichkeit. Und Tor. Und genau so musst du reagieren. Der Ball frei nach der Parade. Und dann nutzt er die Chance und macht das Tor doch noch. Da spekuliert er drauf, dass sich eine zweite Chance ergeben könnte. Sehr gut gemacht. Ja, der Torwart hätte den Ball natürlich festhalten müssen. So fällt er. Jetzt unterbricht er jedes Spiel. Ja, weil da ein Spieler liegen geblieben ist. Das sieht nicht wirklich gut aus. Der verletzte Spieler hat jetzt das Spielfeld verlassen. Und die Partie wird mit einem Schiedsrichterball fortgesetzt. Es ist zwar nur ein Vorbereitungsturnier, dieses European International Turnier, aber die Teams hängen sich richtig rein. Gut für die Fans und natürlich auch für die Spieler waren schon einige gute Partien dabei. So darf es gerne weitergehen. Ein toller Pass. Vielleicht jetzt. Nee, der Ball geht daneben. Das kann er definitiv besser. Will er den ganz alleine machen? Vielleicht sollte er einen Mitspieler einsetzen. Tiba. Santos. Wird das seine Torchance? Sauber vom Ball getrennt hier. Jetzt ist der Ball dort auf Eck. Gut aufgepasst und verteidigt. Und jetzt die Chance. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Da passt der Torhüter auf. Da kann er klären. Gut aufgepasst. Schön dazwischen gegangen. Da kommt der Pfiff. Freistoß. Das war natürlich mit viel Risiko. Mit zu viel Risiko. Keine andere Option für den Referee. Einwurf, der Ball war draußen. Tiba. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Bei der Abwehr wird das nicht leicht. Es gibt Ecke. Der Ball wurde weggefaustet. Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Kruse! Was für ein Tor! Da haben sie stark kombiniert und dann macht er das Tor natürlich auch ganz abgeklärt. Tja, ich sag mal, da kann man dem Torhüter keinen Vorwurf machen. Er muss sich ja irgendwann entscheiden. Ja, und das nutzen die Gegner in Überzahl dann natürlich aus. Da fragt man sich eher, was hat die Abwehr in dieser Situation gemacht? Jetzt steht es 2:0, das dürfte ihnen Ruhe geben. Da entscheidet er auf Vorteil. Sehr gut gemacht vom Schiedsrichter. Santos. Wird's jetzt gefährlich? Wird das jetzt gefährlich? Und da geht der Spieler dazwischen und fängt den Pass ab. Gut aufgepasst vom Verteidiger.
Und jetzt die Chance. Gute Aktion vom Torhüter. Müsste Ecke geben und die gibt's auch. Erster Vorteil, aber der ist dann keiner mehr. Und jetzt gibt's hier doch noch die Verwarnung. Alles ge... Max Kruse! Und nun ein Schuss. Da stand der Assistent gut. Abseits. Santiago Garcia. Jetzt haben sie den Ball. Sie warten ganz geduldig auf ihre Chance. Vielleicht müssen sie das Tempo aber auch noch mal anziehen, um hier zu einer Torchance zu kommen. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Macht er ihn! Das macht er gut, den Ball hält er fest. Der Angriff sah gut aus, aber dann kommt doch noch ein Gegenspieler dazwischen. Er steht gut und hat den Ball. Defensive ist gut organisiert. Da passt er auf und hat den Ball. Chance erstmal vorbei. Der Spieler ist dazwischen gegangen. Tiba. Baiano. Jetzt gibt's den Endspurt. 3 Minuten Nachspielzeit. Fairer Einsatz hier. Jetzt könnte es gefährlich werden. Seferovic. Und Ecke. Halbzeit in diesem Halbzeit. Kann weitergehen. Zweite Hälfte läuft. In Kürze wissen wir also, wer sich hier durchsetzen und ins Finale einziehen kann. Wird das seine Torchance? Klasse gespielt. Wäre gefährlich geworden, aber gut aufgepasst. Da trennt er ihn fair vom Ball. Schießt er ihn rein. Da war mehr drin, aber der Abschluss war nicht gut genug. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Bei der Abwehr wird das nicht leicht. Seferovic. Max Kruse am Ball. Das könnte gefährlich werden. Javi Pastore ist zu Manchester City gewechselt und verlässt Paris Saint-Germain. Es ist wichtig, dass er jetzt Klarheit hat. Für den Spieler ist es sonst eine sehr unangenehme Situation. Seferovic. Klasse aufgepasst, er hat den Ball. Jetzt müssen sie aufpassen. Da kommt der Schuss. Das hat der Verteidiger klasse gemacht. So kommt der Schuss nicht durch. Das gibt einen Eckball. So natürlich kein Problem. Er holt sich den Ball. Und in Kürze steht die nächste Bundesliga-Partie an für Werder Bremen. Dann geht es auswärts gegen Hertha BSC. Und da hoffen wir natürlich auf ein tolles Spiel.
Und hier wird es gleich einen Wechsel geben. Ja, die wollen noch mal was Neues versuchen. Gut geklärt. Das war wichtig. Kann er weit einwerfen? Wenn ja, dann könnte es gefährlich werden. Junusovic. Und jetzt die Chance. Da hätten sie die Führung ausbauen können. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Und jetzt die Chance. Da passt der Torhüter auf. Ganz unglückliche Nummer. Ein Eigentor. Und alle fragen sich jetzt, wie kann denn das passieren? So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Eigentore sind immer ein bisschen kurios. Dieses hier auch. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Sie wollen das Tor jetzt hier erzwingen und stellen auf lange Bälle um. Ich bin gespannt, ob sie so erfolgreich sind. So, jetzt werfen sie alles nach vorne und versuchen es mit langen Bällen. Das ist natürlich nicht ganz ohne Risiko. Es wird gleich gewechselt. Ja, der Trainer will noch mal ein wenig umbauen, will neue Impulse setzen. Und schon ist der Ball weg. Jo, eigentlich haben wir hier zwei in etwa gleich starke Mannschaften, aber wie das so ist im Fußball, der aktuelle Spielstand spricht eine andere Sprache. In der Tat, Wolf, du musst deine Chancen eben nutzen, ansonsten kann das ganz schnell gehen. Und er bringt den Ball rein. Das wird jetzt Abschluss geben. Es bleiben hier noch 8 Minuten. Gnabry. Johansson. Wird's jetzt gefährlich. Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Den Spiel. Und jetzt der Schuss. Brillant gemacht. Genau dafür wurde er eingewechselt. Er macht hier seinen Treffer. In der Wiederholung sehen wir es nochmal. Den muss er natürlich machen. Klar, der Torhüter war raus aus dem Tor. Dann hat er natürlich leichtes Spiel. Klare Sache hier. Das 4-0 ist schon deutlich. Da zieht er das Foul und jetzt haben sie kurz vor dem Ende vielleicht noch mal eine gute Möglichkeit. Richtig entschieden, es gibt die gelbe Karte. Und jetzt kann er natürlich nicht mehr so in die Zweikämpfe gehen. Gnabry. So, gleich wird hier gewechselt. Jo, Bewegung an der Seitenlinie. Viel ist nicht mehr auf der Uhr. 2 Minuten noch. Das könnte die Chance werden. Thiba. Da kommt der Steilpass. Er köpft den Ball. Der Kopfball war richtig gefährlich. Aber ganz, ganz stark gehalten. Er hält auch jetzt die Null. Ein klasse Auftritt. Und er gibt Elfmeter. Da gibt er Elfmeter, aber keine Karte. Das gibt es zwar selten, aber für meine Begriffe geht das hier in Ordnung. Bockstark vom Torhüter, er hält den Ball. Das macht er mit viel Glück, aber vor allem mit viel Geschick. Und auch den kann er abwehren. 4-0 der Endstand.